Susanne, Daniela und Monika sind drei Mitglieder des Bieler Kollektiv «Wir». Sie stellen ihre Werke am Sonntag Pascach zu Biel aus. Das ist jetzt die Performance, wo die KI das Bild gemalt hat. Wir beteiligen uns nicht mehr an der Erstellung des Kunstwerks, sondern wir schaffen nur die Situation, dass der Roboter dann entsprechend ungestört arbeiten kann. Es sind geordnete Gedanken über künstliche Intelligenz und den Stellenwert von Künstlerinnen und Künstlern. Und apropos Stellenwert. Ein Problem ist immer noch ungelöst. Und zwar das vom Lohn. Von den 204 ausstellenden Künstlerinnen und Künstlern bekommt niemand ein Honorar für die Veranstaltung. Die Daniela de Maddalena hofft, dass sich die Situation eines Tages wird ändern. Kunst muss bezahlt werden. Ich denke mir, jeder Künstler aus anderen Sparten, wie zum Beispiel Musik, Musiker, der an einer Vernissage spielt, der bekommt ein Honorar, ist ganz klar. Wir bekommen nichts. Wir bezahlen höchstens vielleicht sogar noch. Wir bezahlen, wenn wir etwas verkaufen, bezahlen wir Prozente. Wir beteiligen uns vielleicht sogar an der Vernissagekarte und so weiter. Das geht natürlich ganz und gar nicht. Bei der Cantonale könnte es durchaus sein, dass sich das ändert. Das hofft auch Julien Berbeka, der Präsident des Vereins. Er arbeitet auf eine Änderung daran, weil die ausstellenden Personen bis jetzt nur eine Transportentschädigung bekommen. Aktuell finden Sondierungsgespräche mit den Kantonen Bern und Jura statt. Und unsererseits werden wir unsere Budget noch mal anschauen und überdenken, damit wir zumindest mittelfristig die relativ bescheidenen Transportentschädigungen in ein echtes Honorar umwandeln können. Das ist etwas, das hoffentlich schon für nächstes Jahr wird möglich sein wird. Im Moment ist noch nichts wirklich klar. Was klar ist, die Zeiten haben sich geändert und die Einstellung der Leute in der Branche auch. La Cantonale a longtemps fonctionné comme, die Ausstellung «La Cantonale» hat lange auch so funktioniert. Dürfen auszustellen, ist schon als Belohnung gesehen worden. Die Künstlerinnen und Künstler haben sich beworben, dass sie aufgenommen wurden, hat lange als Lohn gegolten. Das ist heutzutage nicht mehr möglich und für die nächste Ausgabe auch nicht mehr wünschenswert. Darum muss sich das ändern. Für Julien Berbeka muss der Wandel auch aus der Politik kommen. Die ist nämlich für die Finanzierung der Kultur verantwortlich. Die aktuelle Ausgabe der interkantonalen Ausstellung findet noch bis Ende Januar 2024 statt.